Herzogin Katte bevorzugt, wie fies. Bei diesem Familientreffen ist Meghan Markle unerwünscht. Was für eine Vorstellung, nicht nur für Anhänger des britischen Königshauses, die Royals einmal richtig in der Hand haben. Dann müssen sie machen, was man will. Ohne Widerworte, ohne Protokoll. Ein Figurenhersteller macht den Spaß jetzt möglich und präsentiert beim Foto- und Videonetzwerk Instagram eine Auswahl an royalen Poppuppen. Herzogin Kate und Prinz William als Poppuppen, ganz schön dicker Kopf. Die Wackelkopffiguren zeichnen sich vor allem durch ihren übergroßen Kopf aus. Im Vergleich dazu wirkt der königliche Körper eher bescheiden. Mit von der Partie sind, Prinz William, Prinz Harry, Prinz Charles, Queen Elizabeth I., Herzogin Kate und Lady Diana. Aber fehlen da nicht einige entscheidende Personen? Fies? Meghan Markle, Camilla und Prinz Philipp nicht mit dabei auffällig, weder die Verlobte von Prinz Harry, Meghan Markle, noch die Frau von Prinz Charles, Herzogin Camilla, sind in dem Sammlerpaket enthalten. Auch von Prinz Philipp, dem Mann von Queen Elizabeth I., fehlt jede Spur. Fiese Absicht? Vielleicht waren die Verkaufschancen bei Diana, Kate, William und Harry einfach größer. Meghan Markle, noch kein echter Royal. Bekannt ist seit langem, die ganz großen Sympathiewerte konnten weder Camilla noch Philipp aufweisen. Natürlich immer im Verhältnis zur Queen, Diana oder der jüngeren Royal-Generation. Dass Harry Verlobte Meghan Markle fehlt, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass sie noch nicht verheiratet sind. Da gibt es zur Hochzeit im Mai allerdings die Chance, nachzurüsten. Bis dahin bleibt sie bei dem royalen Familientreffen außen vor. Wann die Puppen auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt. Auch Preise hat der Hersteller bisher nicht veröffentlicht.